Macht Serotonin glücklich und ist es möglich, Serotonin natürlich zu erhöhen? Das ist eine Frage, die wir uns zunehmend stellen, zu Recht auch, denn Serotonin ist sehr wichtig. Serotonin ist in sehr vielen Prozessen involviert und gleichzeitig ist es aber auch sehr schwierig, darüber Informationen zu bekommen, denn die Zusammenhänge sind sehr komplex. Vieles ist auch noch gar nicht bekannt. Und oftmals ist es auch schwierig, objektive, unabhängige Informationen darüber überhaupt zu erhalten. Ich werde jetzt einmal darauf eingehen, was Serotonin ist, was die Aufgaben von Serotonin überhaupt sind, dann auch, welche Krankheiten sich daraus ergeben können, Stichwort Serotoninüberschuss, aber auch Serotoninmangel, wie man selber dafür sorgen kann, dass man ausreichend Serotonin im Körper hat und ob das überhaupt sinnvoll ist und worauf man dabei auch achten muss. Abschließend gebe ich Ihnen noch Tipps. Also wenn Sie das interessiert, dann schauen Sie sich jetzt das Video an. Hallo und herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Serotonin ist ein sehr wichtiger Stoff in unserem Körper. In den letzten Jahren hat er auch zunehmend an Bedeutung in der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung gewonnen. Aufgrund zum einen der Rolle oder der angeblichen Rolle bei Depressionen, bei Angstzuständen. Aber Serotonin ist auch in anderen Bereichen sehr wichtig, in vielen Prozessen in unserem Körper involviert, wie zum Beispiel auch Schmerzempfinden, wie zum Beispiel auch Schlafverhalten. Und deswegen ist es einmal ganz wichtig auch zu verstehen, wie Serotonin überhaupt in unserem Körper gebildet wird, wie wir selber Serotonin überhaupt steuern können und natürlich vor allem erst einmal, was Serotonin überhaupt ist. Was ist Serotonin? Serotonin kommt überwiegend im Darm vor, wird in den Darmzellen gebildet, wird dort auch aufgenommen, kommt danach aber auch sehr viel in unserem Gehirn vor. Serotonin ist zum einen ein Neurotransmitter, gerade bei den Aufgaben im Gehirn, und zum anderen auch ein Hormon, ein Gewebshormon. Hat also eine doppelte Rolle bzw. Funktion. Was macht Serotonin? Serotonin ist in viele verschiedene Prozesse involviert. Diese Prozesse sind zum Beispiel Schlaf- und Ruheempfinden. Darüber hinaus spielt Serotonin auch eine wichtige Rolle beim Essverhalten. Wenn man einen Serotoninmangel hat, ist typisch zum Beispiel eine Heißhungerattacke oder Heißhungerattacken. Dann spielt Serotonin auch eine wichtige Rolle in der Liebe, im Libido. Genauso auch beim Schmerzempfinden. Zum einen kann die Folge von Serotoninmangel Muskelschmerzen sein. Denkt man oftmals vielleicht gar nicht dran. Aber Serotonin spielt auch eine sehr wichtige Rolle bei der Schmerzhemmung. Denn Serotonin wird im Gehirn zum Beispiel freigesetzt und sorgt dafür, dass Schmerzen gar nicht erst vom Rückenmark zum Gehirn weitergeleitet werden. Also da spielt es eine sehr wichtige Rolle. Darüber hinaus noch in anderen Bereichen, auch in der Darmperistaltik. Zum Beispiel kann ein Serotoninmangel auch Ursache für ein Reizdarmsyndrom sein. Also Serotonin ist ein sehr wichtiger Stoff in unserem Körper, der viele verschiedene Prozesse beeinflusst. Und das macht es natürlich auch schwierig zu verstehen, habe ich einen Serotoninmangel und ist der Serotoninmangel bei mir ursächlich für meine Probleme, die ich habe. Ein weiterer Punkt ist auch, Serotonin ist ganz wichtig für die Gedächtnisleistung bei uns im Gehirn. Es ist involviert in sehr viele verschiedene Informationsprozesse, die wir haben, im Lernverhalten und vor allem auch, und das zeigen auch neue Erkenntnisse, bei kreativen Ideen. Also Serotonin, ganz wichtig, gerade auch wenn man kreativ arbeitet, ein Aspekt, der in den letzten Jahren erst so herausgekommen ist. Welche Rolle spielt Serotonin bei Krankheiten? Entscheidende Frage ist nun ja, welche Rolle spielt Serotonin bei bestimmten Krankheiten? Kann es zu Krankheiten führen? Da gibt es zum einen den sogenannten Serotoninüberschuss. Also wenn man zu viel Serotonin hat, das sogenannte Serotoninsyndrom, da gehe ich auch in einem separaten Video drauf ein. Das kann Probleme auch machen wie Fieber, wie Bauchschmerzen. Wie kommt es dazu? Ganz typisch ist, wenn man Antidepressiva nimmt, wenn man verschiedene davon nimmt oder diese kombiniert. Es kann aber auch passieren, zum Beispiel durch die Drogeneinnahme, LSD, Ecstasy und der Punkt ist wichtig, wenn man selber Antidepressiva kombiniert mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln, die den Serotoninspiegel im Körper erhöhen, Stichwort L-Tryptophan, gehe ich gleich noch drauf ein. Das kann zu einem Serotoninüberschuss führen.
Ein anderer Aspekt ist der Serotoninmangel. Das sind Krankheiten, die dadurch ausgelöst werden, die ich eben auch schon erwähnt habe. Ganz typisch Depressionen, gehe ich gleich noch drauf ein, ob das überhaupt stimmt. Aber auch andere Probleme, die man hat, Schlafstörungen zum Beispiel, das Schmerzempfinden, Reizdarm, wie ich eben schon gesagt habe, etc. Gerade bei der Depression, und das hört man ja auch oft, liest man auch oft, und das ist dann oft auch in dem Zusammenhang mit, warum Serotonin wichtig ist, warum auch Nahrungsergänzungsmittel da wichtig ist, weil man sagt, Serotonin spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung oder Aufrechterhaltung einer Depression. Ja, so hat man das jahrelang gedacht, und da ist bestimmt auch einiges dran. Heutzutage weiß man aber, es ist viel komplexer. So einfach ist es nicht. Ja, es stimmt, Antidepressiva, gerade die sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, die sorgen dafür, dass mehr Serotonin in unserem Blut, im Gehirn sozusagen verbleibt und dadurch die Depression sozusagen zurückgeht. Also ist die Annahme, wenn man mehr Serotonin ja hat, dann braucht man nicht diese Antidepressiva, die ja auch nur dafür sorgen, dass man mehr Serotonin hat. Und das kann dann helfen, die Depression zu lindern. Man weiß heutzutage, es geht nicht so sehr darum, wie viel Serotonin man hat, sondern wie das Serotonin zu den Stellen im Gehirn, wo man es braucht, hingelangt. Und da helfen die Antidepressiva. Und es ist die Frage, wie viel Serotonin braucht man eigentlich? Viel wichtiger ist es, wie gelangen diese Stoffe, das Serotonin, an die verschiedenen Stellen? Und gibt es da vielleicht Probleme? Und ist das vielmehr die Ursache für bestimmte Erkrankungen, die man hat? Aber hier ist noch viel mehr Forschung notwendig. Serotonin natürlich erhöhen. Die Kernfrage ist natürlich trotzdem, wie kann man selber Serotonin in seinem Körper natürlich erhöhen, weil Serotonin nachgewiesenermaßen schon positive Effekte hat. Stichwort Stimmung, aber auch die anderen Aspekte, die ich gerade erwähnt habe, Darmperistaltik, Schlaf, Schmerzempfinden etc. Drei Sachen sind da ganz entscheidend. Erstens Licht, ausreichend Licht, Sonnenlicht fördert den Serotoninspiegel beziehungsweise auch die Verteilung dann des Serotonins. Zweitens Bewegung. Bewegung ist sehr wichtig. Der Prozess, der dahinter steht, ist auch noch nicht genau verstanden, hat aber viel mit den Aminosäuren, mit den Proteinen zu tun, die durch Bewegung verbraucht werden. L-Tryptophan, eine Vorstufe vom Serotonin, wird durch Bewegung weniger verbraucht, steht dann im Vergleich zu den anderen Proteinen bzw. Aminosäuren mehr zur Verfügung. Und das Dritte, und das ist ganz entscheidend, das ist eine ausgeglichene, ausgewogene Ernährung. Und zwar eine Ernährung, die bestimmte Vorstufen des Serotonins wie L-Tryptophan, aber auch Vitamine, Vitamin B, Magnesium etc., die eine wichtige Rolle spielen, mit enthalten. Das sind drei wichtige Faktoren. Und wenn man darauf achtet, hier die Balance zu halten, dann hat das einen sehr positiven Effekt auf den Serotoninspiegel bei uns im Körper. Oft hört man nun auch, bestimmte Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, die ja viel Serotonin enthalten. Hier ist die Frage, und das ist wissenschaftlich auch noch nicht eindeutig erklärt, gelangt dieses Serotonin überhaupt ausreichend letztlich an die Stellen im Gehirn, wo wir diese benötigen? Können oder kann dieses Serotonin, die sogenannte Blut-Hirn-Schranke, überhaupt überschreiten? Das weiß man noch nicht genau, kann man noch nicht genau sagen. Es zeigt sich in Studien, dass sehr sinnvoll das sogenannte L-Tryptophan ist. Das ist eine Vorstufe des Serotonins. Das wird aufgenommen durch die Darmwand und wird dann weiter verarbeitet. Letztlich passiert das in zwei Schritten. Damit dies gelingt, sind auch noch weitere Stoffe wie zum Beispiel ausreichend Magnesium, Vitamine etc. notwendig. Wie bekommt man das nun? Das gelangt eigentlich durch die eigene Ernährung. Und hier ganz wichtig meine Tipps für Sie. Meine Tipps, drei wichtige Mikronährstoffe für einen guten, gesunden Serotoninspiegel. Erstens Vitamin B, ganz entscheidend, hier in der Ernährung darauf zu achten, ausreichend Vitamin B zu sich zu nehmen. Hier habe ich einmal auch Beispiele genannt.
Dann zweitens Vitamin D. Auch Vitamin D ist extrem wichtig für einen guten Serotoninspiegel. Hier ist ganz entscheidend, ausreichend Licht zu bekommen. Gleiche gilt dann auch in den Wintermonaten. Da kann es dann auch sein, dass Vitamin D-Präparate sinnvoll sind, wenn viele Tage lange Zeit es dunkel ist und man natürlich überhaupt nicht rauskommt. Aber meine Empfehlung, Bewegung draußen, und oftmals hat man dann genug Licht. Und das dritte ist Omega-3-Fettsäuren, auch die spielen eine wichtige Rolle, gerade beim Aufrechterhalten des Serotoninspiegels. Hier Fisch natürlich, bestimmte Öle, und darauf sollte man achten, denn dann gelingt es, den Serotoninspiegel im Körper zu haben, der auch durch die Blut-Hirn-Schranken gelangt, der seine Aufgaben erfüllt. Ganz wichtig nochmal, es gibt nicht nur das Problem eines Serotoninmangels, sondern auch eines Serotoninüberschusses, und damit wird man dann auch oft konfrontiert, gerade zum Beispiel auch in der Notaufnahme, Patienten, die Antidepressiva nehmen und noch zusätzlich bestimmte Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel oder 2, 3 verschiedene Antidepressiva auf einmal nehmen, und diese Symptome können sehr gefährlich bis sogar tödlich sein, deswegen ist darauf zu achten. Quintessenz: ob sich der Serotoninspiegel durch Medikamente ausreichend erhöhen lässt, ist fraglich. Ob es wichtig ist, den Serotoninspiegel zu erhöhen oder wie das Serotonin richtig an die Stellen im Körper gelangt, wo man es braucht, das ist auch wissenschaftlich noch nicht geklärt. Es scheint, dass Letzteres immer bedeutender ist. Klar ist aber, wenn man bestimmte Erkrankungen hat, wie zum Beispiel eine Depression, dann ist es wichtig, sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Wenn man selber zusätzlich noch bestimmte Stoffe oder Nahrungsergänzungsmittel etc. aufnimmt, dann ist es wichtig, gerade bei der Kombination mit Antidepressiva, dies mit Ihrem Arzt oder einem Ernährungsberater zu besprechen, weil die Kombination davon zu größeren, gefährlicheren Problemen führen kann. Das war einmal ein Beitrag über das Thema oder über den Neurotransmitter Serotonin, die Aufgaben von Serotonin, wie man natürlich auch dafür sorgen kann, dass man ausreichend Serotonin im Körper hat. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann gerne machen Sie den Daumen hoch, gerne abonnieren Sie den Kanal, und für Kommentare und Meinungen hierzu direkt unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.